Hier stehe ich und schaue in das goldene Gasleck hinein und denke mir: Oh, so fühlt es sich an, also wenn man high ist. Okay, herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier in den Katakomben des Pfählers. Wo ist mein Schild? Warte mal. In den Katakomben des Pfählers. Ah, hier. Ja, ach ja. Oh, oh. Okay, fast wäre ich gefallen. Wir sind bei einer Falle stehen geblieben. Ein Schlag reicht, okay. Bei der Falle stehen geblieben, bei der ich vermute, dass man darunter gehen muss. Also irgendwie unter die Falle kommen muss. Und bezüglich den Pfeil und Bogen. Ich habe nachgeschaut und herausgefunden, dass man dass man um Pfeile. Oh. Moment. Oh, das ist ja cool. Dass man Pfeile. Warte mal. Genau, in diesen Slot legen muss, damit man mit dem Bogen. Wo ist er? Da. Damit man mit dem. Warte mal, war das die richtige Seite? Mal gucken. Damit man mit dem Bogen schießen kann. Jo. Und zwar folgendes. Moment. Wie war das? Shift. Genau. Linksklick. Genau. Genau. Jo. Ja. Jo, genau, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Und ich habe Schaden genommen. Und was gab es noch? Hatte ich noch was? Nein, ich muss jetzt nur neue Pfeile kaufen. So viel dazu auf jeden Fall. Und dann bist du gleich noch Wurfmesser. Gut, wo war diese eine... Ah ja, nein, hier, G, oder? Ja, gut, ich muss raus. Genau. Und... Ah ja, es gab ein Update. Genau, es gab ein Update. Es werden jetzt auf der Map, hier NPCs und so gezeigt, die man gefunden hat. Hier ist zum Beispiel der nomadische Händler. Da ist, na also, genau, Händler Kali, wen hatten wir noch, genau, dort war Patches, dieser Haudegen. Ich sehe gerade, hier oben ist noch jemand bei einer Ruine, aber das, okay, das ist ein bisschen spoilerhaft, scheinbar, aber egal. Wo war der andere? Hier war der andere, genau, hier war der Händler. Zudem reise ich mal. Ich möchte mal ein bisschen mehr Sachen kaufen. Pfeil und Wurfmesser und so. Hallo, guten Tag. Play it again. Mhm. Hello. Ach ja, du hattest Kukris zu verkaufen. Genau, genau. So, Pfeil. Gibt es auch andere Pfeile oder gibt es nur Pfeile, Pfeile? So, wieder 10. Ich plane den Bogen nicht oft zu benutzen, sondern nur, wenn ich kurz vielleicht in die Ferne schießen muss oder so. Kukris. Kaufe ich ein paar? Ich meine,
Könnte ich machen. Ich könnte aber auch eine leichte Armbrust kaufen. Ich kaufe mir mal Kugeln. Die sind aber schweineteuer. Ach komm, 420 ist eine schöne Zahl. Oder aber, weil ich so gierig bin, reise ich einfach zu Kalle zurück. Genau, Händler Kalle, oder wie der heißt. Und kauf mir da die Knochenwurfmesser. So. Ja, ich schon wieder. Kaufen. Sehr schön. Genau, Wurfdolch. Gut, hier habe ich alles von ihm gekauft. Sehr schön. Huch. Ach, die Maus schon wieder. Moment. Ach, egal. Die Maus stört nicht. Also der weiße Mauszeiger meine ich. 400. Ja, so nicht. So. Goodbye. Dankeschön. Nice. Ja. Und tschüssi. Dann gehen wir zurück, erkunden weiter. Genau, Katakomben des Pfählers. Und schauen mal, ob man überhaupt unter diese Bodenfalle kommt. Habe ich soweit alles aufgefüllt? 3 Tränke, ein FP-Trank, 16 Wurfdolche geht. Glühsteine kann ich wieder... Na, obwohl... Ich probiere mal was. So, zurück mit dir, wo du herkommst. Noch mehr Pflanzen, sehr schön. Au. Gut, das war nicht so toll von mir. Warte mal, hat der gerade... Moment, ich muss mal ganz kurz das ausprobieren. Es gab ja einen Patch neuerdings. Seit gestern oder vorgestern, keine Ahnung. Die haben irgendwas gemacht mit den Schilden. Stabilität, glaube ich, erhöht. Aber ich weiß nicht mehr. Haben die auch die Schilde verbessert, dass die keine Effekte bekommen, wie zum Beispiel Blutung? Nein. Okay. Schade. Noch eine gespaltene Sichel. Hurra. Okay, die Schilde machen nach wie vor keinen Sinn, wenn es darum geht, Effekte abzuwehren, wie zum Beispiel Blutungsschaden. Gut. Geradeaus, dann nach rechts, glaube ich. Ja. Komm doch her. So, na also. Warte mal, eins. Okay, der eben nicht. Ah, es waren 2, ich dachte 3 oder so. Ja, komm, komm zu mir, Mendesingli. Die brauchen ja Zeit. Also lange meine ich. Blute fast, ne? Oh. Ja gut, das war jetzt nicht so gut von mir. Ja, da sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Nicht, dass ich jetzt viel zu relaxed bin. Ah ja, die haben noch FP-Kosten verringert.
Stimmt ja. Haben die auch vom Heilzauber die FP-Kosten verringert? Moment. FP-Kosten 16. Vielleicht. Ich weiß nicht mehr. Hä? Keine Ahnung. Oder gab es hier irgendwas? Nope. Genau, jetzt hier nach rechts. Genau. Und jetzt würde ich mal ausprobieren wollen. Ob der Stein kaputt geht. Nein, Tatsache, ich kann da runter hin. Okay. Tatsache. Das ist mal eine coole Idee. Darauf wäre ich, glaube ich... Oh, da ist eine Blume. Glaube ich so... Ach ja, da oben war ja noch eine. Egal. Darauf wäre ich, glaube ich, so schnell nicht gekommen. Genau, da ist ein Gang nämlich nach hinten. Okay, das ist ein cooles Level zu sein. Das ist wirklich was Neues, was Originelles. Da geht es nicht weiter. Okay. Geistertallinie. Okay. Hallo, wunderschöne neue Blume. Wo bist du? Geistertallilie. Ach so, nee, das war nicht das. Das war hier, genau. Versteckt ruhmreiche Asche auf plus 2. Eine weiße Blume, die in Katakomben blüht. Geister suchen in ihrer Nähe ewigen Frieden. Okay, verstärkt ruhmreiche Asche. Ruhmreiche Asche? Oh, Asche und ruhmreiche Asche auf plus 1. Okay, es gibt zwei verschiedene Aschetypen. Asche, deren Ruhm sogar den Tod überdauert, lässt sich nicht mit körperlichen Tallilien verstärken. Die Kunst... Okay, Moment. Die Kunst des Verstärkens von Asche wird als Geistereinstimmung bezeichnet und kann nur von Geistereinstimmern ausgeübt werden, okay? Die Geistereinstimmung ist weitaus mehr als ein Akt, das Stärke verleiht. Sie ist eine Kunst, die irgendwo zwischen dem Stimmen eines Instruments und dem Führen eines Gesprächs liegt. Und die am Ende beide Seiten bereichert. Aha. Spirituelle Diplomatie oder was ist das? Oder was? Okay. Eins, zwei, drei. Ich habe genug Ausdauer eigentlich. Hey, die sind ja langsam. Okay. Okay, Moment. Nein, warte. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich vermute da was. Ich vermute da was. Hier. Be gone, Demon. Nein. Okay. Okay. Ich habe irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Aber na gut. Wenn ich schon mal hier bin, lege ich gleich mal die Dinger raus. So. Ich will nicht wissen, was die für Status-Effekte geben. Oh, Hände hoch. Ja, hoch die Hände. Hoch die Hände, Wochenende. Ach du Heilige. Oh Gott. Oh Gott, okay. Ich sollte beim Thema bleiben.
Heilige, die können doch schnell rennen. Okay. Und der da macht einen auf Shy Guy SCP? Ach, da hat er überlebt, okay. Ich bin... Ja. Okay. Och, nee, sagt mir nicht, dass die von unten die ganze Zeit kommen. Okay. Sehe ich den anderen nicht? Was macht der andere dort? Was? 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 Oh. Ich dachte, ich hätte geblockt, aber okay. Wow. Okay, die sind gefährlich. Die küssen mich gerne. Hm. Sind wohl weibliche Fans oder so. Na? Oh, oh. Hat der mir irgendwie gerade Schaden gemacht? Ich glaube, wir spawnen hier unendlich nach. Kann das sein? Oh! Oh! Oh, 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 oh. Alles klar, alles klar. Das nenne ich mal sehr fanatische Fans. Okay. Okay. Mann, ich, Alter. Ah. Ich stelle mich gerade blöd an, als es... Ah. Ja, Moment. Alter, ich wollte... Mann! Mann! Ah. Komm schon, du Kohle, was weiß ich, Dingens. Aha! Der hat das zweimal gemacht, ne? So. Waren das alle? Nein, da ist noch einer. Noch zwei oder drei, keine Ahnung. Na, komm schon. Na? Na, wenn du nicht willst, mach ich dann halt. Oh. Ah, ja, danke schön. Ich glaube, die spawnen wirklich hier unendlich nach, oder? Oh, danke schön. Dreh der Kopf, bitte helfen. Schau ich mir dann gleich nochmal an. Aha.
Okay. Ah ja. Alles klar. Die Zombie-Apokalypse beginnt. Ach du Heilige. Okay. War es das hier? Habe ich ja alles gesehen. Aha. Gut, das war es jetzt hier, glaube ich. Jetzt gehe ich hier wieder hoch. Schnell. Uiuiui. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Vielleicht spawnen die nach. Oder es gibt nur 100 Stück. So wie ein Fable. Ah. Wisst ihr Fable 1? Wer kennt das noch? Es gab da ein paar Wege, an denen angeblich unendliche Untote oder so aus dem Boden gekrochen kamen. Das Lustige war, das war wirklich eine begrenzte Anzahl. Das heißt, wenn man genug einfach weggeschnetzelt hätte, würden keine neuen mehr kommen, einfach weil die sozusagen alle sind. Und das war eine gute XP-Farm einfach. Jo, dankeschön. Hallo? Alter, blocken, Junge! Hallo! Alter, ja, schön! Hallo! Ja, irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Sag mal. Ja, toll, irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Ja, da, kannst du mal bitte... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Meine Güte, was war das denn gerade? Was war denn das gerade? Ich glaube, wir haben einen neuen Bug gefunden, oder? Oh, Wichtkopfkatze. Ich habe doch die Blume genommen, okay? Okay, erstmal, wir sind jetzt hier in Sicherheit einigermaßen. Wir haben... Genau. Redekopf, bitte helfen. Sagt mit menschlicher Stimme, bitte helfen. Redeköpfe, was steht zu denen eigentlich? Tonskulptur, die Waage einem Menschenkopf ähnelt. Sagt mit menschlicher Stimme, hallo. Ein wehmütiges Totem erfüllt mit den Stimmen und Worten einer ewigen Reise. Bitte helfen. Ein wehmütiges... Achso, okay. Dann hatten wir noch... Was hatten wir noch? Ich bin gerade Brain AFK. Was hatten wir noch was? Moment. Hatten wir noch was? Nein, ich glaube, das war alles, oder? Nein, das war alles schon. Huch! Asche des verbannten Ritters Engwall. Ruf des Geistes verbannten Ritters Engwall. Wer bist denn du? Hallo? FP kosten 100? 28, 11, 55, 100 FP kosten? Ich habe gerade mal 81. Was? Moment. Asche, in der noch ein Geist verweilt. Hiermit ruft ihr den Geist von Engwald, dem verbannten Ritter. Alter Schwede. Er war einer der zwei Ritter, bekannt als die Schwingen des Sturms. Trotz seiner Verbannung lehnte er ab, als der gnadenbeschenkte Fürst ihn zu sich rief und wachte stattdessen viele Jahre über ein herrenloses Schloss. Im Laufe dieser Zeit gelangte er als Held der Randländer zu großem Ruhm. Okay. Habe ich den vorhin dort unten aufgegabelt? Vermutlich. Alter, Asche der Wanderadligen. Dies sind die Geister von 5 Adligen, die das Zwischenland nach dem Tod durchstreifen. Einst suchten sie etwas, doch was immer es auch gewesen sein mag, sie haben es längst vergessen. Asche
Taube Adligen. Der Geist eines Adligen, der einst einen Platz in Raya Lucaria einforderte, um die Schimmersteinzauberei zu erlernen. Seine Talente reichten jedoch nicht aus, um sich einer Steinkrone als würdig zu erweisen. So kam es, dass er am Ende nur die primitivsten Zaubereien meisterte. Geister von Wölfen, die aus ihrem Rudel vertrieben wurden und später auf einen unbekannten Befleckten trafen, da sie als Jagdgefährten aufnahmen. Die Wolfsgeister unterstützen den Beschwörer, indem sie Gegner durch ihre Beweglichkeit überwältigen. Okay, die Asche hat sogar Lore. Okay, es gab hier nichts weiter. Okay. Dann gehe ich mal raus. Boing. Yeah, Superhero Landing. Okay, bevor ich da reingehe, die Dinger. Setze ich mich nochmal an den Seelenfurz. Na, Gnadenfurz. Dann gucken wir mal. Ich habe den Timer nicht gestellt, merke ich gerade wieder. Einen Moment. Wie spät ist es? Wie spät ist es, sage ich. Wie lange nehme ich auf? 26 Minuten. Okay. So. Oh. Übrigens. Niedrig. Dankeschön. Warum habe ich schon wieder Schaden genommen? Warte einen Moment. Sagt mir nicht. Nein. Sagt mir nicht, die haben den Schild genervt. Nein. Wehe. Nein. Abwehrschadensresistenz 87. Die Schweine. Die haben den Schild genervt. Nein. Die Schweine. Gibt er mir immer noch? Ja, der gibt mir immer noch auf. Nein, die Schweine. Oh, wie können die es wagen? Ah, Alter. Okay. Bin bereit. So, Wölfe. Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses. Auch mir nicht noch so eine Katze. Oh. Was ist das? Was ist das? Alter. Was ist denn? Alter. Guck mal, wie viele sind das denn? Okay, das wird doch schwieriger als gedacht. Die Wölfe dann, glaube ich, auch beschworen sollen.
Jetzt haben wir Zeit für uns beide. Hier das Gesicht. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Das war nur einmal möglich. Okay. Okay. Das klappt. Das klappt ja nicht so gut. Das ist eine blöde Katze. Mal aufhören. Mann, ich will mich heilen. Ist auch verdammt schnell, ne? So, dankeschön. Zu spät. Ah, Säule. Ich hab doch... Hat er nicht angegriffen? Menno. Okay, soweit so gut. Ach, da bietet den Moonbohr. War irgendwie blöd gerade. Das war noch blöder gerade. Wow. Das macht, kann ich, glaube ich, auf den Tauch springen. Oh, was war das? Thank you.
Das war mehr Glück als Verstand. Heilige! Oh Gott! Okay, gut zu wissen. Diesen Kopf bekommen, stimmt ja. Jetzt weiß ich ja, was anders war. Was ich noch vergessen habe. Das war gar nicht gut. Wurscht ja auch. Yes. Oh, Halbmenschenasche. Gegner zum Fall gebracht. Dankeschön. Ja, nice. So, okay. Inventar. Ui. 96. FP kosten 96. Ruft 5 Halbmenschengeister herbei. Okay. Dann. Geister von Halbmenschen sind nicht groß, haben aber ein gewalttätiges, brutales Gemüt. Sie mögen zwar denkfähig wirken, doch bei Anbruch der Nacht gerät die Blut so sehr in Wallung, dass sie unbändig wild werden. Aha.
Also, sowas wie Lykanthropen oder was, nur halt ohne Vollmond. So, ja. Nice. Das war dann dieser Dungeon hier. Dann nehme ich mal den Wurzelharz und schaue mich noch ein bisschen besser um. Hier gibt es nichts weiter. Okay. Jo. Nice. Ja, gerade so überlebt. Ja, bitte. Uiuiuiui. Okay, was war das gerade? Was ist das dort gerade? Was habe ich eigentlich? Warte mal, Status. Mittlere Last, okay. Was ist das gerade? Okay. Geisterquallen oder was? Okay. Tun die weh? Vermutlich, ne? Ich meine, sind die feindlich? Ich meine, die kann ich anvisieren. Oh! 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 Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Als ob. Okay, das ist scheinbar irgendein kollektiver Feind. Wenn du dich mit einem anlegst, dann hast du mit jedem Stress. Mir gefällt die Idee. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die schön. Wow. Wow. Oh. Jetzt. Ich nehme mal an, die machen sehr viel Schaden, wenn die so sind, wie die sind. Also ich meine, vielleicht machen die noch Schockschaden oder so. Wow. Interessant, wie die sich materialisieren, um anzugreifen. Das erinnert mich an einen gewissen Senator. So ein bisschen, weißt du? Oh! Och nö. Och Mann. Okay, Moment. Folgendes. Die Gruppe kill ich noch. Oh, wie hochmütig. Und dann mache ich Folgenschluss. Ich glaube, oder reicht das schon? Wie lange nehme ich auf? Na, gerade mal 44 Minuten. Ich glaube, ein bisschen kann ich noch. So, alles voll, alles voll. Ja, warten, stimmt ja. Zeit vertreiben. Habe ich eigentlich ein Level Up? Ja, habe ich. Was nehme ich? Geschick? Geschick. Jawohl. Ah ja, warten. Mensch. Heal, denk doch mal nach. So, genau. Bis zum Nachtempo.
So, da die Katakombe exorziert wurde, kann ich mich ja eigentlich wieder umziehen, oder? Ah ja, genau, der Kopf. Hier. Wichtkopf, Katze. Was steht dazu? Ein Kopfschutz hergestellt aus dem kaum veränderten Kopf eines Wichtgolems. Erinnert ein wenig an einen Katzenkopf und birgt sogar Spuren ihrer Weisheit. Werde ich davon weiser, oder was? Der Helm ist aber besser, interessanterweise. Ach komm, ich zieh ihn mal an. Das ist aber dann große Last. 8.1 Gewicht. Ja, da ist sehr schwer. Okay. Könnt ihr mal das hier anziehen? Habe ich auch noch nicht angezogen eigentlich. Okay. Ja, mal gucken. Interessant. Ich kann auch einfach Stoffhosen tragen. Dann kann ich den Rest auch tragen. Und kann noch gut rollen. Okay, mache ich mal. Jo, da sind die Geister wieder. Ich mach mal den, der am weitesten entfernt ist. Nice. Ich frage mich, was die mir geben können. Ach komm, stimmt den. Och nö, nicht so ein Mist wie jetzt. Aha. Mann. Hä? Okay. Ja, das Ding hat sich einfach selbst umgebracht. Okay. Und der ist wieder blau geworden. Okay, interessant. Au. Interessant, der hat nicht so viel Schaden gemacht. Vielleicht macht diese Giftattacke eine Menge Schaden oder keine Ahnung. Oh, Scheiben. Okay. Du lässt mich, ich lass dich. Deal? Deal. Blumen sammle ich aber noch trotzdem. Ah ja, Pferdchen. Lampe. Was ist das? Ein Moment, ich habe da irgend so einen Effekt. Warte mal, als ob. Moment. Das Ding erhöht Weisheit. Okay, die Itembeschreibung ist ganz cool, scheinbar. Der Vampir ist weg, der Vampir ist scheinbar weg. Exorzieren muss ich nicht, ich habe schon. Einmal reicht. Folgendes. Wir haben hier alles angeguckt, das heißt, es geht jetzt weiter hier lang. Genau. Gut. Mann, ich find's echt blöd, dass die hier den Schild genervt haben. Manu. Habe ich Bock auf die? Ich habe keine Ahnung. Na. Na. Also.
Hier gibt's noch eine Pflanze. Okay, nehme ich mal. Gut. Oha. Shiny, shiny. Ich gehe mal dahin. Oh, die haben da Leute gehängt. Habe ich ja jetzt erst bemerkt. Ups. Hier steige ich mal ab. Nicht, dass ich von irgendwas überrascht werde. Da ist irgendwas. Moment, was sind das für Dinger? Das ist ein Wolf, okay. Aber was sind das für... Oh! Das sind Minen. Das sind biologische Minen. Alles klar. Oh! Oh! Die sind ja fies. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Doch, kann ich. Ich glaube, es wird jetzt tatsächlich Zeit für einen Bogen. Warte mal, habe ich... Ich habe keine Giftbälle, ne? Ja, das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Doch, jetzt kann ich. Okay. Hier hin. Bitte, dankeschön. Ich hoffe, ich verrecke jetzt nicht, wenn ich dort ankomme. Nein, ich bin sogar geheilt. Nice. Gut. Ein Bogen brauche ich scheinbar jetzt. Ja. Wie viel wiegst du? 2,5. Das wäre eine große Last dann. Egal. Ich brauche mehr Pfeile jetzt. Ich hätte zum Händler reisen sollen. Wo bist du? Da bist du. Hallo. Nein. Nicht F. G. Nein, nicht G. Och Mann. E, genau. F, G, E. F, G, E. Hallo. Ja. Pfeile. I take your entire stock. Think food's very well Fleisch. Ah ja, den Typen haben wir auch noch. Ich würde sagen, da kommt später. Erstmal gehe ich... Oder gehe ich hier weiter lang? Dann mache ich erstmal diese Zunge hier fertig. Ich weiß nicht. Ich gehe dahin. Ich gehe erstmal zurück zu den Blumen. So. So, hallo, Blumen. I am back. Gleich. Baby. Also hopp. So. Ach, Mann. Ja. Ah ja, Moment. Wohl.
Ja, nice. Diese Kriegsasche, die ich, genau, die da, die ich bekommen habe, verbraucht die FP. Ach man, das sehe ich nur, wenn ich... Okay. Ups, alte Taste. Entschuldigung. Q. So. Noch jemand, der hier Unkraut entfernt haben möchte? Da hinten. Ah ja, schon wieder Linksklick gedrückt, ja meine Güte. Okay, ich sollte näher ran. Einfach nur um Munition zu sparen. Okay. Und ich sollte mir hier diese Dinger machen, ne? Die da, genau. Zumindest erstmal 5. So, das erste Mal was gekraftet, glaube ich. Juhu, Jubiläum. Jubiläum, genau. Ach du kleine Mine. Da ist noch ein Ding. Du kleine Säurespucker. Ach ja, schon mit der Linksklick gedrückt. Macht der Angewohnheit. Sehr schön, danke schön. Ich brauche nur Pfeile. Da ist irgendwas verreckt und ich weiß nicht was. Da ist schon wieder was verreckt. Oh, da hat was getroppt. Giftblüte. Ah. What? Weißt du das, auf den schmeiße ich ein Wurfmesser. Gut, eben halt doch ein Pfeil. Ahnung. Goldene Rune, Dankeschön. Ach, hallo. Vielleicht kaufe ich mir mal eine Armbrust. Body Slam. Yeah. Könnte ich die Wölfe wieder losschicken, ne? Da hinten ist noch eine Blume, aber okay. In die kümmere ich mich später. So, Bogen rüste ich erstmal ab. Mittlere Last, sehr schön. Jetzt folgendes. Wir schleichen uns. Greifen von hier an.
Hass. Hat überlebt. Ja gut, jetzt stören die Wölfe ein bisschen. Das geht auch. Eine Herber, Dankeschön. Das war's? Warum habe ich... Ah, wegen den Blumen vielleicht. Was ist das? Achso, einfach nur Blut, okay. Wegen den Blumen vielleicht. Oh, hallo, wer bist denn du? Was machst du da? Du hast eine Bombe gehabt? Schwelender Schmetterling. Oh. Hallo. Hallihallo, wie geht's denn so? Ha. Die Ruine ist funktioneller, als ich dachte. Ah, hallo Wölfe. Cool, dass ihr sowas könnt. Okay. Ist hier sonst nichts? Ach du kleiner Stricher. Boah, was ist das denn für eine... Och nein, die Drillista ist wieder da. Die Trillista ist wieder da gewesen. Und hier ist eine Truhe. Dankeschön. Als ob. Oh mein Gott. Stärke 30, natürlich. Alter. Handballliste, warte mal. Eine unkonventionelle Armbrust, die der allseits bekannten Balliste nachempfunden ist, kann ausschließlich Großbolzen abfeuern. Perfekt für draufgängerische Aktionen wie das Stürmen einer Burg oder Alleingänge gegen eine ganze Armee. Na gut, dafür habe ich schon Wölfe. Talent tritt. Ah ja, okay. Alter, die will ich mal ausrüsten. Ja, komm, egal. Wie cool ist das denn? Wie viel wiegt die? 10, natürlich. Warte mal. Alter, boah. Boah, ist die Hammer. Heiliger Bimba. Das ist ja mal voll abgefahren. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Okay, voll cool. Also Stärke, Fernkämpfer gibt's also auch. Okay. Obwohl Bogenschützen allgemein eigentlich eher so Stärketypen waren. Oh, noch ein bisschen, da kann ich den großen Degen verwenden. Oder das Großschwert der Getreuen. Oh, 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 oh. Ich freue mich schon. Ja, das war der Turm. Dann geht es weiter. Hierhin gucken wir da mal. So, ich gehe mal runter. Gut, die Wölfe sichern ja alles.
Das ist sehr lobenswert. Gute Wölfe. Ich trinke mal den Trank, das ist nämlich ganz nötig. Ja, solange die keinen Fallschaden bekommen, habe ich nichts dagegen, wenn die sowas machen. Okay, da. Ich wollte mich schon wundern. Okay, da ist also eine Trillista. Uncool. Wölfe Fass. Also, gute Hunde. Ah. Okay, okay. Gibt es hier noch irgendwas, das mich vergiften möchte? Eine Pflanze vielleicht? Nein? Alles sauber. Kein Unkraut mehr. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jo. Alles frei, alles frei. Dann gehen wir mal weiter. Wie weit ist eigentlich die Reichweite der Wölfe hier? Oh, ein Schädel. Ja, so den Busch erleuchtet. Noch eine Herba. Vielen Dank für die Herba. Vielen Dank, sehr nett von dir. Ah. Okay, hier hört der Spaß auf. Hallo. Wir haben hier eine Menge Tote. Was ist bei... Oh, in Gnadenfurz. Glassplitterruinenfragment. Ach! Jetzt weiß ich, wer hier gestorben ist. Aber was hat die gekillt? Haben die sich selbst gekillt oder waren hier auch solche Giftpflanzen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fauna hier die Halbmenschen vernichtet hat. Oder doch? Obwohl doch war oder es waren Hunde. Ich gehe erstmal dahin. Oder es war der Reh. Kann ja auch sein, oder? Also ein Hirsch meine ich. Mit Geweih und so. Ich stehe mal auf. Ja. So, der Furz ist gesichert. Sehr schön. Der Gnadenfurz. Oh. Ah, ein Pilz. Ich glaube, es wird jetzt Zeit, Schluss zu machen. In der nächsten Folge. Ah. Nee, okay. In der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht, indem wir diesen Ort hier weiter erkunden. Hier so. Und dann da lang. Oder ich gehe erstmal hier runter hin. Beende die Mission vom Vater. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube erstmal. Oder mache ich das? Ja doch, komm, ich glaube, ich mache das so. Ich beende das kleine Stück hier noch. So, das hier. Und dann erkunde ich das größere. Und da ist eine Höhle scheinbar. Okay, ich glaube, so mache ich das. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Hey! Bye. Ich brauche mal Pfeile.